Tag 3. Der Tag sollte so gut starten, eigentlich. Ich habe gestern ein Auto gekauft. Ich habe einen Ford Explorer gekauft in dunkelblau, 2014er Baujahr. Das war alles ziemlich tricky, weil ich natürlich erstmal gucken musste und mit unserem Verschiffer sprechen musste, wie läuft die ganze Abwicklung ab, wie kriegen wir das Ding vom Händler zum Hafen und wie kriegen wir das aus Deutschland und. Das hat alles wunderbar geklappt. Dann habe ich gestern noch einen Händler gefunden, der hatte ganz viele Ford F-150 und Dodge Durango und sowas. Die waren alle sauber, das waren alles Kanada-Importe, also die sind von Kanada nach Dubai und wären dann von Dubai wieder nach Deutschland gegangen. Da war ich gestern, da hat er gesagt, ja, kein Problem, alles klar, gucken wir, wunderbar. Komm morgen früh wieder, dann sprechen wir. Ja, dann ich heute Morgen dahin gefahren, alles schön vorbereitet. Und auf einmal sagt er mir, nee, er könnte mich nicht verkaufen. Ich sag, warum kannst du mich nicht verkaufen? Ja, nee, für den Export geht nicht. Ja, ich sag, wie geht nicht? Ja, zuckt mir in die Schultern und sitzt da so. Ich sag, du kannst jetzt hier 10 Autos verkaufen heute in 30 Minuten. Nee, könnte er nicht. Boom. Ja, ich da mit so einem langen Gesicht da wieder rausmarschiert, weil ich natürlich dachte, oh, Mama, hat sich die Reise ja mal gelohnt? Leider nein. Jetzt muss ich weitersuchen und weitergucken. Bin aber dran. Unser Verschiffer hat sich da nochmal hintergeklemmt, ob es da irgendwie einen anderen Weg gibt, diese Autos irgendwie zu kaufen. Bin jetzt etwas geknickt, muss ich sagen. Heute Morgen hatte ich total Bock und habe gesagt, boah, geil, da gibt's was. Und jetzt bin ich etwas geknickt. Aber mal gucken, vielleicht gibt es da noch was anderes. Das sieht man schon, da sind überall so kleine Schraubenschlüsse in der Motorhaube. Guck mal hier. Hier sieht man das in der Motorhaube. Mal sehen, ob man das jetzt so gut sehen kann. Hier sind überall so kleine Punkte drin. Und die Haube ist ganz wabbelig. Also die ist schon komplett lackiert. Wir geben jetzt die Frage schon mal bei Google ein. Die steht ja vorne in der Scheibe. Damit ihr mal einen Eindruck habt, wie das aussieht. So sah das Auto mal aus. Vollkommen kaputt. Und so sieht er jetzt wieder aus. Also auch für uns völlig uninteressant. So, ne, ich muss leider die Brille auflassen. Also positive Nachrichten. Ich habe heute doch nochmal zwei Autos gefunden, nachdem dieser eine Händler gestern abgesprungen ist. Habe ich jetzt nochmal einen Ford Mustang Coupé gekauft. Ich hätte noch ein gelbes Cabrio kaufen können, der war aber preislich zu teuer. Jetzt habe ich ein weißes 2017er Coupé gekauft, V6, aus Kanada, also sauberer Carfax, unfallfrei und einen grauen Ford F-150. Schwarzes Leder von außen, grau, auch aus Kanada, auch ein schickes Ding. Wir haben gerade Papiere geholt, ich zeige euch mal eben die Autos. Das ist der weiße Mustang, 2017er Baujahr. Glaube ich knapp unter 30.000 Kilometer gelaufen, aber nagelt mich bitte nicht drauf fest. Der geht jetzt aufs Schiff in Dubai. Wann er ankommt, weiß ich noch nicht. Ich hoffe irgendwann um die Weihnachtszeit rum. Komm, ich zeige euch den anderen eben. Ist ein F-150, 2019er Baujahr. Das ist der hier. Von außen grau, innen schwarzes Leder, elektrische Trittbretter, 3,5 Liter V6. Und ich glaube 45 oder 49.000 Kilometer. Auch ein schickes Ding. Geht auch jetzt aufs Schiff. Kommt auch hoffentlich so schnell wie möglich, aber ich denke, 2, 3 Monate wird es dauern. Auch ein schickes Ding. Und jetzt habe ich zumindest schon mal 3 Autos gekauft und bin halbwegs guter Dinge. Also, meine schlechte Stimmung von gestern hat sich etwas gelegt und wir gucken weiter. Aber ich bleibe dabei, es sind immer noch viele, viele Unfalldinger da. Also, ich habe mir heute wieder, was weiß ich, wie viele Autos angeguckt. Und es ist schwierig. Und ich hatte 2 F-150. Da muss ich sagen, die waren beide sauber. Dann habe ich aber die Fahrgestellnummer mal laufen lassen. Also habe zum einen eine Carfax-Abfrage gemacht und zum anderen habe ich die entschlüsselt, die Fahrgestellnummer. Und laut Fahrgestellnummer waren das beides V6. Da waren aber V8 Motoren drin. Die ganzen Papiere passten, es passte alles irgendwie nicht zusammen. Da habe ich dann Abstand von genommen, weil das war mir irgendwie alles zu heikel und nicht koscher. Die hätte ich gerne gekauft an sich, aber was nicht sein soll, soll nun mal nicht sein. Thank you.
Das ist total verrückt. Total, da kommen die Spruchplatten. Ich weiß gar nicht, wie sind das 10 cm oder was weiß ich, wie viele die silbernen. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Völlig verrückt. Yeah.